sehr ungünstige Gitarrenspielposition hier, weil ich kann den nicht weiter runter. Weißt du, eigentlich will ich so spielen, aber dann. Aber du kannst dir so einen SM7 da dran klippen mit so einem krassen, mit so einer Clam. Das können wir nächstes Mal machen. Da können wir mal DPA fragen, ob sie uns sponsern wollen. Ja, wir sind zurück. Es ist der dritte, die dritte Folge unseres Podcasts. Yes. Axel MV. Der erste war schon sehr erfolgreich. Wir und die Musikwelt. Ja. Ja, nach dem ersten hat sich ein totaler Reichtum bei uns eingestellt durch die hohen Streaming-Einzahlen. Ja, wir Einschaltungen. Ich habe einen Ferrari bestellt in Blau. Geil. Ich habe dir einen mitbestellt. So einen ganz kleinen. Oder hast du ja so einen Matchbox? Ja. Matchbox-Ferrari. Nee, aber Spaß beiseite. Das war unser erster. Wir haben die ersten Folgen aufgenommen. Die erste ist draußen, die andere kommt demnächst. Und da haben schon einige Leute reingeschnippelt, reingeklickt. Auf YouTube sind wir am Start. Wir sind aber auch natürlich auf allen Portalen, was Podcasts angeht, am Start. Yes. Ich habe keine Erfahrung damit, aber irgendwie ist ganz cool, weil wir ein nettes Feedback bekommen haben. Auf jeden Fall. Also wir sind ja noch in so einer Phase, wo wir uns täglich verbessern. Ne? Also wir sind ja komplett Neulinge im Podcast-Geschäft. Und wir haben heute eine gleiche Oberteilfarbe an für die Leute auf YouTube. Schwarz. Schwarz. Und wir haben ein anderes Setting heute mal gemacht. Wir testen so ein bisschen aus. Das Setting. Im Grunde willst du nur deine Gitarren zeigen. Sehe ich. Ja, ist ein bisschen angebermäßig, aber das sind wirklich Gitarren, die ich mir über Jahre der Musikkarriere angespart habe. Ja. Und, merkst du, dass die hier, ja, die redet so mit? Die schwingt so. Wollen wir die auswechseln? Nö, die kann ruhig mal, die ist ja sonst sehr unterbelichtet. Ich habe noch ein paar Gitarren. Nee, das ist die Dobro, du spielst ja total selten, aber ich höre das Metall, den Cone, das ist ja da drin, ne? Der vibriert so schön mit. Ja, das, also da wir Audio viele Menschen sind, hören wir sowas. Den meisten Leuten ist das vollkommen egal, die werden es eh nicht hören, weil es über das Mikro nicht übertragen wird. Aber wahrscheinlich, wir hören es, aber uns irritiert es. Oder? Mich irritiert es überhaupt nicht. Du bist so ein sensibler Typ, dich nervt sowas sehr, sehr schnell. Ja, ich bin ein bisschen hochsensibel. Was hast du denn gemacht, seitdem wir das letzte Mal hier recorded haben? Also ich hatte tatsächlich einen schönen Auftritt in Aschaffenburg, meiner Geburtsstadt. Da habe ich so eine Coverband-Mucke gespielt mit meinen alten Kollegen von der Uptown House Band in Aschaffenburg, die ich immer gern mal wieder besuche und bei denen ich immer gern mitspielen darf. Uptown House Band. Uptown, bitte. Es war überhaupt nicht upturned so. Es war erstmal, also was upturned war das Wetter. Es hat nämlich erst geregnet und dann wurde es dann irgendwie doch noch gut und die Leute saßen draußen. Es war Open Air und haben dann auch zugehört direkt vor der City Galerie. Es war ganz witzig, weil da liefen dann Leute vorbei. Es war so ein Shopping-Tag und es hat total Spaß gemacht. Es war wieder mal so ein richtiger Cover-Gig, was ich auch immer mal zwischendurch mache und was mit entsprechenden Menschen auch immer super viel Spaß macht. Du machst das ja auch ab und zu mal. Ja, ich mache das auch ab und zu. Ich hatte, glaube ich, auch, weiß nicht, ob es davor oder danach war, ich hatte auch so einen schönen Cover-Gig bei netten Menschen einer Saunafirma. In einer Sauna? Nee, nicht in einer Sauna, die Sauna produzieren. Das war total nett, das war echt ein cooler Gig. Und ich hatte einen krassen Musical-Job. Ja. Es gibt in Fulda eine relativ erfolgreiche Musical-Produktionsfirma, die in Fulda auf der Landesgartenschau so ein Live-Ding gemacht haben, Musicals in Concert. Und zwar nicht irgendwie die Songs, die man so von den großen amerikanischen Dingern kennt, nachzocken halbgar, sondern gibt es einen Dennis Martin, der schreibt die ganzen Sachen selbst. Die arrangieren das dort vor Ort und haben saugute Sänger am Start. Und das war mal so ein Live-Ding, wo dann eine Live-Band zusammengestellt wurde, wo ich sau viel Flöte spielen musste, Klarinette. Also war so ein bisschen Antenne an und Noten lesen. Das war das, wo du dich im Auto vorbereitet hast, bei der Heimfahrt, kann das sein? Ja, richtig, weil ich so wenig Zeit hatte. Genau, wir haben in Kiel gespielt. Wir haben mit Gregor einen sehr geilen Gig gespielt, finde ich. Das war toll, da haben wir zusammen gespielt. Ja. Sind aber von Mannheim nach Kiel gefahren, hin und zurück für einen Gig, was nicht so häufig vorkommt, so solche Strecken. Das war auch ohne Nightliner, wir waren im Auto. 7 Stunden, ja. Genau, und dann war es schön warm im Auto. Und dann war es einfach so, dass ich in der Vorwoche nicht so viel Zeit hatte, weil ich andere Dinge zu tun hatte. Und dann musste ich mir dann doch noch an diesem Sonntagnachmittag den ganzen Kram nochmal reinziehen. Hab das aber sehr zurückhaltend auf der Rückbank getan. Ich weiß nicht. Wir hatten ja, also ich bin gefahren
Und hinten dran war dann die Klarinette zu hören. Aber ganz leise nur. Es ging gerade so. Aber es ist ein schönes Instrument, so eine Klarinette. Wie gesagt, es fehlt. Es war zum Glück kein Saxophon. Ja, genau. Wäre auch platzmäßig doof im Auto. Geht alles. Ich habe aber die Dinge, die ich mit dem Saxophon spiele, auch mit der Klarinette geübt. Es ging jetzt weniger um, es ging eher darum, dass ich so die ganzen Noten und so, es gibt viele so Agogik-Kram, so dirigiertes Zeug, wo man dann gar nicht weiß, wie schnell. Du hast auch Agogik studiert, ne? Ergonie. Genau, das habe ich gemacht und viel Pro-Musik-Kram war gerade. Wir haben nächste Woche eine Mitgliederversammlung, da musste viel vorbereitet werden. Mhm. Da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, über deine Tätigkeit bei Pro-Musik. Genau, machen wir sehr gerne. Da brauchen wir natürlich ganz viel Zeit. Wir machen eine ganze Werbeveranstaltung. Auf jeden Fall, ja. Genau, ein bisschen Flippert-Kram. Aber wie gesagt, der Gig mit Gregor, der war geil. Das fand ich total geil. Ja. In Kiel, ganz toll. Geiles, kleines, amphitheaterartiges Ding. Da waren irgendwie so 2000 Menschen. Es war ein mega schöner, antörnender Gig für alle Beteiligten, habe ich so einen Eindruck. Ja, es war ziemlich voll. Die Leute hatten richtig Bock. Und es ist auch eine schöne Situation, wenn die Leute so halbkreismäßig um einen so herumsitzen, um die Bühne. Finde genau. Ich immer super. Das ist so ein bisschen umarmend oder wie man das auch immer sehen genau. Mag. Also, und das Wetter war natürlich auch toll. Es war eine große Open-Air-Veranstaltung mit vielen Kindersituationen, die da spielen konnten. Es war so ein, was glaube ich, so ein Kindertag oder sowas. Oder? Ja, das war ja, da war Kieler Woche. Kieler da gab es ganz viel, dieses Kieler Woche-Programm. Das Ding ist allerdings so ein Zeitprogramm, glaube ich, es hat mit der Kieler Woche nur indirekt zu tun. Ja. Und tagsüber ist da viel Kinderalarm mit Sandburg und Wasserschlacht und so. Sowas. Aber der Gig war natürlich nicht mehr für Kinder. Da waren auch viele, die einfach sehr gut belustigt schon waren und die Kinder zu Hause gelassen hatten. Absolut. Ja, das kommt bei Gregor auch mal vor, ne? Weil immer denken, Gregor macht so harmlose Musik. Nein, da ist richtig Party. Durstige, aggressive, überhaupt nicht. Der Front Row. Nee, gar nicht. War ein super geiler Gig, war echt super schön. Ja. Hat sich tatsächlich gelohnt, diese Strecke zu fahren, auch wenn es ein bisschen anstrengend war. Genau. Ja. Aber jetzt sind wir wieder hier, weil wir unseren dritten Podcast machen und es haben ein paar Leute von euch geschrieben, nämlich Wunschthemen. Das an der Stelle sowieso auch. Schreibt uns bitte, wenn ihr irgendwie Kram habt, wo ihr wünschen würdet, dass wir uns darüber auslassen und ein bisschen Feedback geben. Und ein Thema, was jetzt nicht nur hier bei uns nachgefragt wurde, sondern auch vorher bei dir und bei mir, glaube ich, schon immer mal wieder so aufkam, ist natürlich Sing meinen Song. Und wir haben das Ganze jetzt heute genannt, unsere Highlights aus den letzten 10 Jahren, 10 Staffeln Sing meinen Song. Genau, Sachen, an die wir uns auf jeden Fall gut erinnern können. Genau. Und so ein bisschen so Highlights. Und ich glaube, es ist ganz interessant, einfach mal auch so zurückzublicken nach 10 Jahren. Und also so man muss sagen, wir machen das seit 10 Jahren und wir beide haben uns da auch Staffel kennengelernt. Zumindest, ja. Also ich kannte dich vorher nur. Ja. Ich wusste, da ist dieser Typ, der Gitarre spielt, kommt aus Aschaffenburg, ist in Mannheim, aber wir hatten noch nie zusammen gespielt, haben uns noch nicht getroffen. Ja, Matthias hat uns sozusagen in eine Band zusammengebracht. Genau, der Matthias Gorsch, unser MD, unser Musical Director, der hat damals uns alle angerufen und gesagt, da wird es so ein Fernsehding geben und keiner wusste genau, was es überhaupt wird, so richtig, ob das überhaupt irgendwie erfolgreich wird. Es hieß ja auch noch gar nicht Sing meinen Song. Es hat noch einen anderen Namen. Ich hatte noch eine alte Datei, die hieß Beste Sänger. Ja, weil das so in Holland hieß. Es gibt diese Sendung, die ist ja nicht aus Deutschland. Es ist ja jemand aus Holland hat das quasi erfunden. Deshalb. Und dieses Format gibt es wie viele andere Fernsehformate in vielen anderen Ländern. Und ich glaube, in Holland heißt es die beste Sängers oder die besten Sänger, weil ich kann kein Holländisch. Aber, deshalb, ja. Und dann hieß es wahrscheinlich noch in Deutschland am Anfang so und dann hat man sich anders entschieden. Genau. Für Sing meinen Song, das Tauschkonzert. 2014, die erste Staffel. Genau, vielleicht fangen wir an damit. Ich habe die ganzen CDs mitgebracht, pass mal auf. Oh, geil. Ein Stapel CDs sind aber nicht alle. Nee, eine fehlt. Eine fehlt, warum, weiß ich nicht. Habe ich irgendwie im Auto oder so oder verschlampt oder verkauft. Aber da sind nicht die Weihnachts-CDs dabei, ne? Nee, die Weihnachtsstaffeln habe ich jetzt mal ausgeklammert. Das ist ja ein Sonderthema. Da können wir auch nochmal drüber reden. Aber also wir haben 10 Jahre gemacht. Davon gab es jetzt quasi 10 Releases von den CDs. Und dann haben wir wie viele Weihnachtsshows gemacht? 5? Ich glaube 5. 4 in großer Besetzung und die letzte in kleiner Besetzung. Und dann keine mehr, ne? So war es. Keine mehr. Genau. Ja, ich glaube, so war es. Also der Stapel ist eigentlich ungefähr so hoch. Absolut. Und es gibt ja dann noch so ein paar Sonderauskopplungen mit Deluxe und Deluxe, bla bla bla, Version und DVD. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe meistens jetzt dann doch nur diese Doppel-CD dann bekommen immer. Ja, das ist auch das, was im Shop dann steht. Genau. Und also es sind 10
Staffeln und es waren dementsprechend letztendlich mit ein paar Wiederholungen so eigentlich, es sind ja immer 7 Akteure pro Staffel, dann müssten es eigentlich 70 Leute gewesen sein, die da gewesen sind mit uns, 70 Protagonisten, wobei sich einige wiederholt haben, also ich glaube wir sind so bei 55, 58 verschiedene Künstler aus dem deutschsprachigen Raum, die da schon mitgemacht haben. Das ist natürlich super spannend für uns. Genau. Also allein Xavier war in der ersten Staffel, ja, oder beziehungsweise in den ersten drei Jahren. Genau. Dann war Johannes Oerding jetzt die ganze Zeit 4-mal, glaube ich, sogar schon. Ja, genau. Mark Forster hat es, glaube ich, 2-mal gemacht. Bosshaus haben es 2-mal gemacht. Paddy war 3-mal. Lea war 2-mal. Also genau, es wiederholt sich so ein bisschen, weil ja auch der Moderationsposten quasi so staffelstabmäßig häufig übergeben wurde irgendwie. Genau, aber speziell geht es uns auch so ein bisschen um das erste Jahr 2014, Staffel 1, Sing meinen Song. Damals war Gregor Meile mit am Start, in dessen Band wir dann auch ja seitdem spielen oder beziehungsweise spiele ich seit 2014, ihr kamt ein Jahr später, glaube ich, dazu, genau, als Bläsersatz. Und in der ersten Staffel hatten wir Sandra Nasic, Andreas Gabalier, wie gesagt Xavier Naidu, Sarah Connor, Sascha und Roger Cicero, der leider nicht mehr unter uns ist. Krass, wie lange es her ist und was da schon passiert ist in der ganzen Zeit, ne? Ja. Jetzt 10 Staffeln. Super crazy. Wir sahen auch alle aus wie so 14-Jährige. Wir haben ein paar Bilder dabei, die zeigen wir dann auch nochmal so ein bisschen. Und es ist echt witzig, wie wir da ausgesehen haben. Das Krasse an der ersten Staffel war, fand ich, dass kein Mensch wusste, was passiert. Das war so ein bisschen, okay, wir fliegen nach Südafrika, das wusste man, alles klar. Und man hat ja irgendwie aber überhaupt keinen Plan gehabt, wie wird das ankommen überhaupt, wann wird das gesendet, wird das total Riesenaufwand oder ist das so ein Ding, was man so easy, auch als Protagonist, ne, wie viel Zeitaufwand ist das und wie viel bringt das überhaupt was, macht es einfach nur Spaß oder ist es auch ein krasser Promo-Effekt? Das wusste man ja alles einfach nicht. Ja, ich dachte vor allem, hey, wir haben jetzt hier 50 Songs im Gepäck. Da ist auch ein Gitarrensolo drin, da ist eine Modulation drin, da ist plötzlich ein Mittelteil drin. Wo im Fernsehen, im kommerziellen Fernsehen gibt es sowas, dass ein Song 4 Minuten laufen darf? So, ich fand es erstmal so, das ist auf Arte, gibt es sowas vielleicht? Oder auf Arte gab es diese One-Shot-Not-Geschichten damals, war das Manu Katché? Manu Katché, genau. One-Shot-Not. Der hat so eine Sendung gehabt, ne? Da kann ich mich gut dran erinnern. Sendung, ja. Das war super geil, die war aber noch musikermäßiger, sag ich mal. Ne? Ja. Da redet der Schlagzeuger mit... mit Musikern. Er war jetzt weniger so dieses, wie soll ich sagen, man möchte für die breite Masse was machen, sondern das war wirklich so komplett musikorientiert. Ja. Das ist bei Sing Mein Song ein bisschen anders. Es ist eine Musiksendung, aber sie läuft ja im Privatfernsehen und sie ist nicht für MusikerInnen gedacht, sondern sie ist für das Fernsehen, für die Fernsehkonsumenten gedacht, die Musik interessiert sind. Genau, die Couch ist das Zentrum, die Interaktion der einzelnen Stars, die dabei sind, ist natürlich im Zentrum und die Band begleitet sozusagen oder gibt sozusagen die Bühne frei für die Künstler, die dann auf die Bühne gehen. Aber jeder kennt das Format ja. Aber genau, das Zentrum ist so ein bisschen so die Story, die der Künstler dann mitbringt, so eigentlich so ein bisschen. Ne? Und genau, das, was die vor allem dann miteinander besprechen auf dem Sofa und so. Das wussten die ja auch nicht. Das muss man vielleicht das auch sagen. Nicht, ja. Es ist im Gegensatz zu manch anderer Sendung eigentlich gar nichts geskriptet. Ne? Also das heißt natürlich... Ich glaube, sehr wenig. Sehr wenig. Also wahrscheinlich, ehrlich gesagt, haben wir es auch, kriegen wir das gar nicht so genau mit. Ne? Aber am Rande ein bisschen, ja. Aber es ist schon so, dass wahrscheinlich derjenige, der moderiert, so ein paar grundsätzliche Fragen vorbereitet oder so ein bisschen die Sendung in eine Richtung durch eine Frage stellen bewegen kann. Aber der ganze Dreh vor Ort, der läuft ja komplett durch. Also das ist nicht so, dass da die Regie kommt und sagt, du musst mal das sagen und musst mal von links filmen, von rechts filmen, sondern das Ding läuft durch, es wird geredet, dann wird Musik gespielt, dann wird weiter geredet und man hat so das Gefühl, die quatschen miteinander einfach. Also wir sind ja auch nicht dabei, wenn jetzt die Künstler gebrieft werden, was besprochen werden soll, da haben wir nichts mit zu tun. Aber was wir dann von außen immer von der Bühne aus beobachten können, ist, dass jeder sehr aufgeregt ist. Also dieser Prozess, jetzt singt jemand meinen Song, oh Gott, was macht er? Also, weil die Leute fragen immer, wissen die Leute wirklich nicht, welche Versionen da vorgetragen werden? Und es ist wirklich so ein Geheimnis bei den Proben, dass auch die Künstler natürlich dann erst vom Set gehen müssen,
bis dann oder der Kopfhörer nächste Künstler aufhaben, kommt, Kopfhörer dass, sie nicht, auf, hören, dass genau. sie nicht hören, wie ja. ihre Version geprobt wird, weil wir proben ja jeden Morgen die Songs. Also die Künstler kriegen nicht mit, das ist eigentlich das, so das Zentrum der Überraschung auch oder das Prinzip der Überraschung, dass sie nicht wissen, wie der Song jetzt klingt, der absolut. Gesungen dieser wird. Dieser Überraschungseffekt, wenn es den nicht gäbe, dann wäre es ja total gestellt. Genau, das weil das fragen nämlich viele Leute, wissen die das wirklich nicht. Ne? Ja, und es ist wirklich so und das fand ich auch immer spannend, dass man dann da erst in Südafrika merkt, wie die Leute darauf reagieren, auf ihre Version. Und das ist auch genau der Grund, warum die oft auch relativ emotional drauf wirken. Weil die nächste Frage, die oft kommt, ist, müssen die dann immer so heulen? Ist das geskriptet oder steht das im Programm so? Ne? Aber ich glaube, da ist nichts geskriptet, tatsächlich nicht. Also ich hatte tatsächlich, auch wenn ich nicht so nah am Wasser gebaut bin, aber da gab es schon auch Situationen, wo wir alle mal eine Träne im Knopfloch hatten. Gibt es so 2, 3 Momente, an die ich mich erinnere. Ich würde mal sagen, es ist auch eine Kombination aus, man ist da vor Ort, man ist total in so einem Klassenfahrtsfeeling, man hat den ganzen Tag die südafrikanische Sonne auf der Birne, man ist müde, auch nach 2 Tagen, weil das sehr lange Tage sind, ja. Da sind die Emotionen einfach ein bisschen, liegen ein bisschen näher. Ja, ist eine Achterbahn, ich meine, das kriegt genau. man zu Hause vom Sofa nicht so mit, ne? Also Das ist schon eine emotionale Achterbahnfahrt und vor allem, ich kann mich auch gut hineinversetzen in so einen Künstler, der dann seine ganze Biografie oder... ich meine, jeder Künstler steckt natürlich viel Emotionen in einen Song auch. Das ist ja wirklich so tief graben und wirklich alles auf den Tisch legen. Nicht jeder. Song, ja, nicht jeder. Aber viele schon. Ja. Viele Künstler machen das natürlich. Bei Boss Hoss ist es dann vielleicht eher das Entertainment so. Da wird vielleicht nicht ganz so tief gegraben, wie jetzt vielleicht bei einer Lea oder so. Ja. Aber es auch da kann man das nicht pauschalisieren. Ne? Es ist einfach so, dass manche Songs natürlich ein bisschen tiefer graben als andere. Und da ist es natürlich dann so, wenn jemand anders dir dann dieses Thema vorsingt, ne? Es geht ja manchmal auch um einen Verlust von einem Freund oder einem Familienmitglied, da wird es natürlich schon krass. Und ich finde es schon klar, dass das an die Emotionen geht. Und dann kann man das auch nicht einfach so zurückhalten vielleicht. Und ich finde auch ein Thema, das sind ja alles Musiker, MusikerInnen, die da sitzen. Und bei dem ganzen Entertainment, was man sonst so mitbekommt im Fernsehen, man ist dort vor Ort, man hat kein Publikum um sich herum. Es ist nur die Band und die KünstlerInnen. Und das ganze Ding wird ja auch sehr liebevoll vorgetragen. Also sowohl von derjenigen, die das gerade singen, als natürlich auch von der Band. Wir geben uns ja alle total viel Mühe, dass das mit viel Inbrunst und viel Ernsthaftigkeit stattfindet. Also natürlich gibt es mal eine Partynummer, wo vielleicht dann eher gelacht wird oder gedanced wird, aber bei den Nummern, die jetzt, sag ich mal, emotional eher unter die Haut gehen, da unterstützen natürlich auch so ein bisschen die musikalischen Skills, sowohl vom Arrangement als auch von den Playern, die wir alle sind, unterstützen diese Emotionen. Das ist ja gerade das Geile bei Musik, dass sie das kann und vielleicht überträgt sich deswegen in mancher Situation auch diese Emotionalität einfach krasser und dann, wie du sagst, wenn man den Song dann mit irgendwas verbindet, dann wird das getriggert und dann sind die da total dankbar und emotional gerührt manchmal. Ja, ich kenne es ja auch von der Band. Ich meine, jeder legt da wirklich so sein Herz rein und es ist auch das, was dann so Spaß macht, weil wir haben ja auch ein bisschen den Luxus, muss man sagen, bei den Proben wirklich, ich sag mal, wirklich emotional einfach was aus den Songs zu machen. Also es ist ja nicht so, dass wir einfach irgendwelche Coverversionen spielen, sondern dass wir Versionen spielen, die ganz neu entstehen und der Charakter der Band eigentlich schon auch ziemlich zur Geltung kommt. So. Vielleicht gehen wir an der Stelle mal ganz kurz in das ganze Prozedere rein, bevor wir jetzt nachher so an Anekdoten und weiter über die Songs reden, weil diese Frage auch immer kam, es haben jetzt ein paar Leute geschrieben bei dem Aufruf, auch ansonsten habe ich das auch schon häufig gehört. Wie lange dauert das überhaupt? Wie läuft das ab? Probt ihr das alles? Ist das alles vorrecorded? Was ist live? Was ist nicht live? Diese ganzen Thematiken. Also grundsätzlich ist es so, wir treffen uns meistens Anfang Januar bis Anfang Februar, Mitte Februar. Das sind meistens so ungefähr 5 Wochen mit so ein paar Pausetagen immer dazwischen, wo wir uns in Mannheim im Studio treffen mit der gesamten Band, mit immer 1, 2 Leuten, die toninch-mäßig am Pro Tools sitzen. Und wir haben dann 3 Tage mit jedem Künstler der Staffel Zeit. Also wir haben 7 Künstler, die kommen an 3 Tagen, sind also 21 Tage, die wir mit den Künstlern verbringen. Und in diesen 3 Tagen pro Künstler werden
die 7 Songs, die er oder sie in der Staffel singt, quasi erarbeitet. Genau. Und man hat vorher, ist die Entscheidung schon gefallen, der Matthias Grosch, unser MD, hat vorher mit den Künstlern sich schon getroffen und die haben die Songs ausgewählt, sich mit den anderen Leuten beraten, welche Songs singst du, welche singe ich. Und dann haben die sich auch schon darüber Gedanken gemacht, in welche Richtung der jeweilige Song gehen kann, ob man da ein Reggae draus macht oder ob man eine Coldplay-Pop-Rock-Nummer draus macht oder ob man eine Country-Nummer draus machen will. Also so dieser Grundfahrplan, der hat schon stattgefunden und der Matthias hat schon quasi Arrangement-Ideen zu Papier gebracht. Und wir kommen dann ins Studio und kriegen erst an dem Tag quasi die Info, jetzt machen wir den Song. Keiner von uns weiß vorher, was los ist sozusagen. Ne? Ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass in der ersten Staffel, dass ich wirklich angefangen habe, die Biografie jedes Künstlers mal so ein bisschen zu studieren. Du Streber, gibt's ich war, ja gar nicht. Ich war ein richtiger Streber, weil ich habe ja gedacht, Mensch, jetzt bekommst du mal die Chance, in der Fernsehshow zu spielen und das ist doch total cool, da gebe ich mir richtig Mühe. Aber ich fand dann im Nachhinein, fand ich es kontraproduktiv, das alles so zu wissen. Ich habe dann auch irgendwann mitten in diesem Prozess dann aufgehört, weil ich gemerkt habe, das ist viel zu viel. Mhm. Außerdem habe ich auch wirklich gemerkt, ja, was bringt es mir jetzt, wenn ich diese Saxophonlinie oder diese Melodielinie dann weiß? Klar kann die Linie dann ein anderes Instrument spielen, aber erstens ist es ja sowieso schon von jemandem arrangiert. Du meinst, du hast dir die Songs angewendet? Ich habe mir die Originale angehört. Ja, okay. Also angenommen jetzt, Sandra Nasic spielt einen Song von Gregor Meile. Mhm. Gregor Meile kannte ich ja zum Teil schon, aber dann habe ich mir trotzdem dann mal ein paar Sachen angehört von Gregor Meile, die ich noch nicht kannte. Ich kannte ihn ja damals noch nicht so gut. Mhm. Oder mal von Sarah Connor oder so, mal ein paar Sachen angehört. Aber ich habe dann wirklich dann gemerkt, dass es nicht so viel bringt, da vorher zu viel zu wissen. Also ich habe dann irgendwie gedacht, es ist eigentlich viel besser, wenn ich dann da hinkomme und wirklich frisch rangehe an die Sache. Und dann ist es ja sowieso so, dass der Matthias ja schon auch so eine Vision hat von dem, was passieren soll und dass man sich dann da relativ schnell findet dann in der Probe. Ne? Aber vielleicht nochmal zu dem Grundprozedere. Wir nehmen immer komplett alle gemeinsam auf. Also wir haben quasi einen großen Raum. In dem Raum ist die Rhythmusgruppe. Das heißt, jetzt sind wir da 2 Keyboarder, 2 Gitarristen, Bass, Schlagzeug. Das ist in einem Raum. Und dann gibt es in einem Nebenraum die beiden Background-Sängerinnen. Und dann gibt es in einem weiteren Nebenraum uns 3 Bläser. Das hat einmal räumliche Gründe gehabt, weil das Studio das sonst nicht hergegeben hätte. Es hat sich aber auch so erwiesen, dass es gar nicht so verkehrt ist, wenn die Backing-Vocals und auch die Bläser in einem separaten Raum sind, weil man dann kommunizieren kann miteinander und an Arrangements arbeiten kann, was total stören würde, wenn wir das tun würden, während die Basic Band quasi rumprobiert oder schon. Zum einen, genau. Und zum anderen willst du auch nicht das komplette Schlagzeug auf den Mikros von ganz Sängern genau, haben. Ja, also genau. Es geht um Übersprechung. Ist ja logisch, dass dann das Schlagzeug einen extra Raum braucht. Warum sitzen wir im Schlagzeugraum? Weil wir alle mit Kopfhörern arbeiten und wir keine echten Verstärker in diesem Raum spielen, sondern alle Signale, die laut sind, mit dem Kabel irgendwo anders hingehen. Genau. Beziehungsweise mittlerweile gibt es ja schon Boxensimulation, sodass wir auch da nicht mehr auf Boxen angewiesen sind. In der ersten Staffel war es nur so, dass wir richtige Gitarrenboxen angeschlossen hatten, in anderen Räumen. SM57 oder ein Mikrofon abgenommen wurden und in anderen Räumen standen, damit die Lautstärke der Verstärker nicht in die Schlagzeugmikros rein hupen und da Übersprechungen entstehen. Und in Afrika war es dann auch so, dass wir wirklich diese berühmte Holzhütte hatten im Dschungel. Die Hütte des Todes, wo dann die ganzen Verstärker drin rumgeschrien haben. Also es standen, glaube ich, so 3, 4 Zwölferboxen oder so, so große Gitarrenboxen. Und die Leslie von Matthias auch, von der Orgel damals genau, das noch. War die lauteste Hütte in ganz Afrika wahrscheinlich. Fürchterlich. Ja. Sämtliche Affen sind wahrscheinlich durchgedreht. Ja. Da gab es die Situation, die ganz witzig war. Es war, glaube ich, in der ersten Staffel sollte ich ein Solo spielen bei einem Song. Und ich habe dann, es kam zu dem Moment, wo das Solo kam. Und okay, und dann ist es immer so, dass ich auf dem Booster drauf trete, auf meinem Pedalboard. Der Booster hebt das Signal nochmal um 5 dB an, damit das Solo wirklich über der Band steht. Ja. Und es kam zu meinem Solo, ich trete auf den Booster und mache den ersten Ton und Ton ist weg. Und ich so, okay, ich spiele jetzt mal einfach weiter. Und dann hat sich herausgestellt, dass bei dem
ersten Ton meines Solos das Kabel aus der Gitarrenbox raus explodiert ist, weil es scheinbar so laut war. Weil es so vibriert hat. Weil es so vibriert hat, dass es einfach rausgefallen ist und mein Solo nicht zu hören war. Wir haben es natürlich später dann flicken können. Seitdem sitzt da jemand, der das Kabel immer festhält hält es in fest, der Box, ja. Die ganzen Staffeln. Mit so einer Kaltklebespritzpistole und Gaffertape. Nee, wir haben keine Boxen mehr. Es hat sich dann seit Staffel 3, glaube ich, dann aufgelöst, das Problem. Da haben wir dann Boxen-Simulation benutzt, glaube ich. Und Camper-Amps auch hin und wieder. Aber nochmal zurück zu Mannheim-Situation. Wir haben, wie gesagt, 3 Tage Zeit für 7 Songs, was relativ knapp ist. Und es ist eben nicht so, dass die Noten komplett vorgeschrieben ist und man einfach nur runterspielt und den 3., 4. Take dann nimmt sozusagen, sondern es ist schon so, dass die Band, der Matthias lässt uns Freiraum und will auch Input von uns allen haben. Je nach Song, genau. Je nach Song. Manchmal ist es easy, dann spielt man es, wie es steht, aber in den meisten Fällen gibt es dann immer noch einfach kreativen Spielraum sozusagen. Ja, und wir spielen ja auch jetzt nicht so ein Gitarrensolo nicht von Blatt, sondern es ist dann schon ein improvisiertes Solo, um einfach auch mal ein bisschen das Ding aufzulockern. Ne? Also es ist dann auch nicht alles geschrieben. Ja, oder auch, aber auch Sounds, welche Gitarren nimmst du? Bei uns, auch bei den Bläsern, stehen Linien drin und dann entscheiden wir aber manchmal, vielleicht ist es geiler, wenn wir das etwas anders schreiben oder wenn wir sagen, wir instrumentieren es anders, damit es anders klingt. Das heißt, wir haben, jeder von uns hat so ein bisschen Spielraum. Mario greift zu anderen Snares, zu anderen Becken. Das heißt, erstmal findet so dieser Suchprozess Soundscape-mäßig statt und dann daraus ergibt sich ein bisschen das Arrangement und dann hat man letztendlich meistens nur so 4-5 Stunden maximal Zeit, dann einen Take zu recorden, der cool ist. Mhm. Und das wird aber in den meisten Fällen auch wirklich immer live gemacht. Es gibt ganz wenig, wo man dann nachher nochmal sagt, den einen Takt muss ich nochmal spielen, dann sind wir safe. Weil das, die Grundidee ist auch nicht, dass man eine perfekte Studioproduktion dann hat, sondern die Grundidee ist nur, dass man das Arrangement recorded hat und damit jetzt schwanger gehen kann und sich damit vorbereiten kann. Mhm. Weil der eigentliche Take, den man nachher hört im Fernsehen und auch auf CD, der wird ja sowieso in Südafrika recorded. Das ist auch so ein Ding. Also dieses Studio in Mannheim ist nur, wir nennen es eigentlich Probephase sozusagen. Und was dann passiert ist, wenn wir die ganzen Dinge gemacht haben mit allen Künstlern, dass wir eine Generalprobe machen, wo wir als Band ohne die Künstler nochmal die 50 Songs, 49 Songs für uns durchhupen. Einfach nochmal checken, weil so nach 20 Tagen Kurzzeitgedächtnis. Da merkt man halt so richtig dann, wo jetzt, also wenn bei 50 Songs, und ich habe dann auch wirklich 50 Notenblätter geschrieben, da merkt man dann, wo noch kleine Fehlerchen auftauchen können. Ne? Zum Beispiel habe ich mir vielleicht in die Noten doch nicht reingeschrieben, dass ich da auf das Effektpedal treten muss an der Stelle. Oder ich habe doch nicht aufgeschrieben, dass da irgendwie eine andere Linie war. Oder manche Sachen vergisst man dann vielleicht doch irgendwie im Laufe des Gefechts, weil es dann doch schnell geht. Und dann geht man alles nochmal schnell durch und dann kann man nochmal wirklich checken, okay, hier könnte noch was nicht ganz passen und das kann man dann noch korrigieren vor Abflug und dann hat man es dann in Afrika dann alles ziemlich safe dann auf dem Blatt stehen oder zumindest so gut trainiert, weil man hört die Songs ja dann auch ein paar Mal. Ich spiele dann auch das meiste dann schon auswendig. Mhm. Klar muss ich immer aufs Blatt gucken, welche Sounds ich anwählen muss oder welche Gitarre ich natürlich nehmen muss. Das muss ich dokumentieren, sonst kriege ich komplettes Chaos. Und in Capo Afrika, 12. Bund. Capo, ich habe sogar teilweise aufgeschrieben, Volumenpotti auf 6. Ja, klar. So Sachen, ne? Weil ich natürlich viel mit Dynamik und Volumenpotti spiele. Und wenn ich dann zum Beispiel, ich schreibe dann auch rein Ton 6 also das, oder 5, wenn ich das Tonpotti zurückdrehe und Volume, also Lautstärke von der Gitarre auf 5 oder so. Ne? Ja, und das sind alles so Sachen, die natürlich krass viel ausmachen am Sound. Absolut. Ja. Also man muss dazu sagen, wir haben natürlich das Glück, über die Jahre auch mit einem gleichbleibenden Audio-Team zu arbeiten. Das ist so ein Team von 3, 4, 5 Leuten eigentlich, die mit wenigen Wechseln dabei sind seit Anfang an und auch mit der Band gewachsen sind, den Bandsound so ein bisschen mitgeformt haben und auch wissen, ja, wenn der MV jetzt zu der Gitarre greift, passiert das oder wenn die Bläser wieder ihren Unisono Seed Sound anbieten oder keine Ahnung oder irgendwas Jazziges machen, dann muss ich an den Gains so drehen, damit das so und so
in die richtige Richtung rückt. Das ist ein schönes Ineinandergreifen, sage ich mal. Wie ist das eigentlich? Es interessiert mich gerade. Du hast ja jetzt in 10 Jahren hast du ja so eine Evolution an Mikrofonierung und alles durchgemacht. Hat sich ja viel verändert. Hast du das Gefühl, du hast wirklich viel über Sound gelernt in der Zeit? Ja, wahnsinnig viel, muss ich sagen. Also wirklich extrem viel. Nicht nur über Technik, auch über Arrangement, über das ganze Band-Sound-Gefüge und so weiter. Aber was jetzt technische Dinge angeht, absolut. Also wir haben, was die Bläser angeht, sehr, sehr viel rumprobiert mit verschiedenen Mikrofonen und haben da jetzt, wie ich finde, einen ganz guten Weg gefunden. Es ist ja so, dass wir da zwar in Mannheim in einer Studiosituation sind, da würde man jetzt denken, geil, auf so einem Level macht man mit den geilsten Mikros rum, Großmembran oder Bändchenmikro in meinem Fall ist immer schön, aber die Idee ist ja bei uns allen, dass wir das gesamte Setup, was wir in Mannheim haben, alle Wandler, alle Mikros werden von Deutschland nach Afrika geflogen und finden da genau so statt, dass wir eben mit den gleichen Pegeln, mit den gleichen Signalen arbeiten können. Und Afrika ist ja dann draußen. Da ist auch eine PA, die relativ laut ist tatsächlich. Das Sofa wird ziemlich krass mit lauter Musik angeblasen. Auch da, damit die Emotionen cool sind, damit die dann eine gute Zeit haben. Ja. Wenn da jetzt bei mir ein Bändchenmikrofon stehen würde mit einer 8, dann das wäre einfach total kontraproduktiv. Also für alle, die das Bändchenmikrofon nicht kennen, ein Bändchenmikrofon hat 2 Seiten und strahlt wie eine 8 nach hinten und nach vorne, wenn man so will. Also noch 2 Seiten ab. Man kann es von beiden Seiten besprechen. Besprechen und sozusagen nimmt das Mikrofon Signale von vorn auf, aber auch von hinten. Und alles, was von hinten reinstrahlt, will man dann live eigentlich nicht auf dem Mikrofon haben. Genau. Und wir Bläser stehen eben relativ nah am Schlagzeug. Da gibt es zwar eine Plexiglaswand seit ein paar Jahren. Trotzdem ist es einfach alles so laut, wenn ich da leise Klarinette oder Flöte spiele, wäre das mit einem Bändchenmikro, würde einfach nicht gehen. Das ist einfach immer wieder ein großes Thema, die Übersprechung. Ne? Weil bei 50 Songs, wenn man das danach mischen muss, was wir nicht machen, das machen Teile vom Team, dann hat man natürlich viel Stress, wenn Signale irgendwo einstreuen, die dann stören. Manchmal will man das ja auch bei bestimmten Platten-Sessions, da will man die Übersprechung, aber in so einem Fall führt es eher zu Problemen und zu großem Zeitaufwand. Ne? Das will man da eigentlich nicht. Genau, dann haben wir uns entschieden, wir sind mit Clip-Mikros unterwegs, haben da lange rumprobiert. Ich bin da sehr happy mit AMT, Applied Microphone Technology, amerikanische Firma, das ist super geil. Die spiele ich auch live auf anderen Bühnen immer wieder, bei den Saxophonen, super geil. Es gibt aber auch von DPA, der Johannes hat einen DPA-Mic, die Trompete hat häufig auch einen Shure Clip-Mic gehabt, weil die Clip-Mics einfach natürlich sehr gerichtet sind und man da immer den gleichen Abstand hat. Ja. Die haben wir lange Zeit im Studio auch verwendet, tatsächlich. Wir sind jetzt erst in der letzten Staffel, in der 10. Staffel, auf dynamische Mics geswitcht. Und zwar Sennheiser 541 beziehungsweise 441 ist das gleiche Mikro, gleiche Kapsel, nur andere. Also ihr habt dann schon so eine Evolution durchgemacht. Genau, wir haben eine Evolution durchgemacht und das hat auch was mit Geschmack zu tun. Das hat auch ein bisschen was verändert sich ja auch. Ja, es Geschmack. Verändert sich, genau. Und auch so ein bisschen, wie die Tontechniker damit umgehen, hat auch vielleicht ein bisschen beeinflusst, welches Mikro man nimmt irgendwie. Ja. Und da wir da jetzt in Afrika jetzt auch fix auf der Bühne sind, die Sendung ist ja nicht so angelegt, dass wir da krass performen und über die Bühne rennen, wie wir das bei einer Live-Show machen würden, sind wir da eben nicht verfunkt. Das heißt, wir können da auch mit festen Mikropositionen arbeiten. Deswegen geht das mit Stativmikrofonen eben in unserem Fall auch. Da haben wir unglaublich viel gelernt. Ich kenne einfach sehr viele Mikrofone. Ich weiß, wie die Frequenzgänge sind, was die Vor- und Nachteile sind. Weiß das jetzt in vielen Fällen auch einzusetzen, dieses Wissen. Aber super spannend ist für mich eigentlich auch das ganze Prozedere, andere Instrumente zu verstehen, wie ihr alle tickt, wie die Band tickt, wie die Unterschiede sind, wie die eine Snare, wie die andere Snare klingt. Oder wenn ein Keyboard das spielt, dass wir Bläser dann sofort wissen, okay, da müssen wir uns dann in der Lage nicht mehr bewegen, dann gehen wir mal lieber eine Lage höher oder gehen von unserem dreistimmigen Denken weg und gehen auf ein Unisono oder spielen von vornherein super laut, weil es im Mix sich besser durchsetzt. Also so Arrangement-Erfahrungen, wo wir am Anfang viel mehr rumprobiert haben. Das ist witzig, ich muss gerade lachen, weil es ist ja so, man kann sich ja in so einer Band einfach überhaupt nicht verstecken. Also sobald irgendwo ein Problem auftaucht und sobald jemand das Gefühl hat, okay, jetzt
habe ich hier irgendwie, ist mein Sound, muss ich jetzt mal suchen oder ich muss irgendwas machen, das kriegt ja immer in der Regel jeder mit. Also so, wenn jetzt wirklich irgendwie was passiert, von wegen, es geht zum Beispiel, ist ein Kabel kaputt oder so, das geht sofort, ist das so, dass die ganze Band, ich sag mal, so ein bisschen drunter leidet und warten muss. Also wenn einer ausfällt, wenn irgendwo, auch in der Technik, wenn irgendwas ist und gemacht werden muss, müssen alle warten. Hängepartie. Du hast eigentlich gar keine Chance, irgendwie, jeder ist immer so krass verantwortlich für sein Workflow, dass der funktioniert, weil ein ganzes Team auf dich warten muss, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ja, genau. Das ist eigentlich ziemlich interessant, dass das eigentlich immer irgendwie gut funktioniert und wenn mal wirklich irgendwie ein Problem ist, es gibt ja auch Geräte, die abstürzen, die zu heiß werden. Mhm. Ich hatte auch mal irgendwie einen Ausfall mit einem Gerät, das dann wegen Feuchtigkeit kaputt gegangen ist oder so, dann ist es natürlich immer so, dass man auf denjenigen warten muss oder man ist dann live schon so im Geschehen, wenn wir wirklich auf der Bühne schon stehen und spielen, dann muss man sagen, okay, der Musiker muss jetzt hier mal aussetzen, wir haben vielleicht noch irgendwie eine Spur, die man da zuspielen kann. Mhm. Und dann muss man da mal kurz, also so, dass der Fluss weitergeht. Also wir können, es ist immer so, dass wenn es ein technisches Problem gibt, dass die Show erstmal weiterläuft, wenn es aber so krass ist, was ja auch von den Kameras kommen kann, so ein Problem, das ist ja nicht nur die Band, dann muss man die Show natürlich unterbrechen, dann gibt es eine Pause und dann müssen 100 oder 120 Leute warten. Und das passiert selten, aber wenn es passiert, ist es auch immer unangenehm. So. Ja. Ja, wir sind ja jetzt immer noch so ein bisschen, wir sind jetzt bei der Technik gelandet, aber wir sind ja eigentlich noch in Mannheim. Mhm. Jetzt mal ganz kurz noch, bevor wir nach Afrika switchen. Ja. Wir haben die Generalprobe, dann wird alles eingepackt in 1000 Cases, dann wird das verschifft. Wir haben nochmal so meistens 10 Tage frei im Februar, so ungefähr 8-9 Tage frei. Und es war dann immer so, dass wir eigentlich Ende Februar nach Afrika fliegen, nach Südafrika fliegen. Das Ganze wird gedreht an der Garden Route auf einem wunderschönen Areal in der Nähe von Hermanus, da wo die Wale zum Paaren hinkommen. In der Hermanus Bay. Walker Bay, genau. Walker Bay, genau. Das ist so 2 Stunden von Kapstadt entfernt. Und wir sind normalerweise immer so gabelflugmäßig Johannesburg-Kapstadt geflogen. Da ist man dann 24 Stunden oder 25 Stunden unterwegs gewesen. Jetzt im letzten Jahr sind wir über Doha geflogen, ja. Das war noch länger. Noch absurder. Zumindest war es länger als vorher, aber es ist natürlich eine komische Route, ne? Erst da ganz rüber, ökologisch und dann von rechts. Wertvoll. Aber das hat damit zu tun, dass die Airline pleite war. Wir sind ja durch Covid auch, gab es da einige Veränderungen auf der ganzen Welt, was so solche Sachen auch angeht. Und die Airline ist einfach nicht mehr da. South African Airlines gibt es einfach nicht mehr, mit der wir früher geflogen sind. Und jetzt sind wir anders geflogen und sind eben über Doha geflogen. Ja. Also, ich sag mal so, anstrengende Reise. Das einzig Geile ist natürlich, dass man kein Jetlag hat, weil das ja die gleiche Zeitzone sozusagen fast ist. Eine Stunde, glaube ich, nur. Eine Stunde, genau. Geht also straight nach unten eigentlich, ja. Genau, dann kommen wir an und dann ist eigentlich der erste Tag der geilste. Oder? Das ist immer der Beste, ja. Also der gefällt mir am besten. Ich habe auch in meinem YouTube-Channel dann jetzt bei der letzten Staffel so einen kleinen Film gemacht, wie der erste Tag so abläuft. Man kommt da so an. Das müsst ihr euch angucken. Das war ein cooles Video von dir, muss ich echt sagen. Ja, es hat Spaß gemacht. Es ist so ein bisschen, ich habe überlegt, so was mache ich für ein Video? Und eigentlich hat mich dieser erste Tag in Afrika immer so ein bisschen, der holt mich immer so nach Afrika sozusagen. Man kommt an morgens, dann kommt man auf diese Terrasse und guckt erstmal aufs Meer. Wir sind ja dann nicht unten am Set schon, sondern wir sind erstmal, wir sind nicht oben am Set, sondern wir sind unten in Khansbai, in dem Dorf, das da unten ist. Und da kommen wir erstmal an und dann sitzt man da erstmal direkt am Meer eigentlich. Und da hat man immer erstmal so einen Tag, wo man so den ganzen Flug, die Reisemüdigkeit so ein bisschen ausschlafen kann. Und dann gehe ich meistens, wenn ich dann fit bin, erst noch mal ein bisschen rumlaufen. Bier trinken. Vor allem Bier trinken, ja. Am Meer. Bier trinken am Meer. Es gab ja witzigerweise, ich weiß nicht, wann das war, ich glaube, es war irgendwann 2016, kamen wir an und ich war mit Laura und Katja in so einem Hotel, oder wir sind ja immer untergebracht in verschiedenen Häusern. Und dann haben wir dann irgendwie plötzlich da gestanden und gesagt, ja, wir haben eigentlich Hunger, was machen wir jetzt? Dann sind wir losgelaufen und am Hafen ist so ein Fischer,
so ein Fischer-Pub. Mhm. Ein ganz kleines Örtchen, ganz kleiner Mini-Touristenort eigentlich. Ja, und da ist unten am Hafen ist so ein kleiner Pub, wo man reingehen kann. Dann kann man so wirklich so Fish and Chips essen und so. Okay. Das war total cool. Dann haben wir dann da unten gesessen und haben dann wirklich so Fish and Chips gegessen. Viel Bier getrunken. Haben 5 Liter Bier weggehauen. Nee, wir hatten echt Hunger und es war wirklich, so ankommen mit Fish and Chips, das war ganz schön. Aber genau, was ich eigentlich sagen wollte, der erste Tag ist so ein bisschen entspannt noch. Meistens ist es dann so, oder eigentlich war es immer so gewesen, dass wir dann mit der Band abends dann zusammen erstmal essen waren. Ne? Das ist so ein bisschen so genau, ein Ankommen, Willkommensessen so. Genau, und nochmal so ein bisschen runterkommen, bevor die anstrengenden Tage dann losgehen, die zeitstressigen Tage. Oder ankommen, ja. Genau, fand ich auch mal total cool. Mhm. Und vor allen Dingen, das Geile ist natürlich grundsätzlich, was ich total schick finde, ist, dass wir im Februar, wo es in Deutschland einfach kalt ist, runterkommen und da ist einfach sofort, das Licht in Afrika ist halt auch super, super schön einfach und die ganze Region ist wunderschön. Ja. Und dann, wir sind ja auch ein nettes, wir haben uns alle sehr gern und haben eine gute Zeit miteinander und genießen das dann, dass man da so ein bisschen private Zeit hat und entspannen kann. Weil nämlich dann am nächsten Tag ist dann direkt Soundcheck. Ja, am nächsten Tag ist Soundcheck. Da ist auch nochmal einfach mal nur die Band erstmal Technik checken, gucken, ob alle Kabel richtig liegen und ob alle Signale richtig da sind. Und dann ist der erste Tag auch erstmal noch so ein bisschen Routine fast schon. Beziehungsweise es ist so, dass wir noch keine Künstler auf die Bühne kriegen und da sozusagen alles perfekt laufen muss. Da ist nochmal so, dass man ein bisschen schrauben kann an Sound und gucken kann, dass alles stimmt. Also so Feinabstimmungen machen und dann geht es erst so richtig los und dann hat man auch überhaupt keine Zeit mehr, irgendwas anderes zu machen. Dann ist wirklich dann voll Alarm eigentlich. Ne? Genau, weil der Tag danach, da geht es dann los. Dann ist es letztendlich so, wie lange sind wir da? 12, 14 Tage, glaube ich. Gute Frage. Es werden dann meistens 2 Sendungen an einem Tag produziert oder manchmal nur eine, aber wir proben tagsüber. Man ist eigentlich 10 Uhr oder 9:30 aufstehen spätestens. Das klingt jetzt erstmal spät, aber es geht abends bis offen. Oft bis 3 Uhr. Je nachdem, wie das Wetter auch ist, ne? Ja, also wir hatten, ich glaube, es war die Staffel mit Nena und Wolfgang. Niedecken. Wo, da gab es diese krasse Regenunterbrechung. Ja, die war 2 Stunden oder so. Dauerregen. Wir haben alle abgehangen und haben versucht, nüchtern zu bleiben oder wach zu bleiben, Kaffee zu trinken. Aber es war die 2. Sendung an dem Tag, es war spät schon. Ja, ne? Ich kann mich daran erinnern, dass wir im Backstage saßen. Jeder hat irgendwas gemacht, alle saßen irgendwie rum und haben die Zeit irgendwie versucht totzuschlagen. Es stand irgendwann Wolfgang mit Nena da mit dem Liederbuch und Akustikgitarre und haben sie Lieder gejammt. zusammen mit Bosshaus und die haben dann zusammen gejammt einfach. Das war ziemlich lustig. Ach geil, das habe ich nicht mehr am Schirm. Ja. Ja, aber wir hatten da nicht nur, wir hatten schon einige lustige Dinge da in der Zeit. Also die Tage sind ja so 4, 5, 6 Tage Vollgas, Produktion. Ja. Man hat wirklich wenig Zeit für andere Dinge. Also man kommt eigentlich zu nichts. Ne? Wir proben. Schlafen ist immer mal ganz gut, eine Stunde mal zwischendrin so, ne? Ja, man schläft natürlich schon, aber es ist, also. Ja, ich meine jetzt so, wenn man, man schläft dann so in der Regel so 6 oder 5 Stunden und dann steht man wieder auf. Weil man ist ja dann, wenn man von der Show runterkommt, ist man ja auch erstmal ein bisschen aufgedreht und man kann ja auch nicht sofort, also ich kann es nicht, kann nicht sofort irgendwie pennen, aber das ist dann so, dass ich dann auch noch ein bisschen brauche und dann tagsüber, wenn ich dann so merke, mittendrin, merke ich wirklich so, krass, jetzt bin ich wirklich müde, jetzt muss ich irgendwie entweder mal ein bisschen meditieren oder ich muss mich mal irgendwie wieder sammeln oder ich brauche mal mindestens 1 Stunde Schlaf, um mal so ein bisschen noch mal so ein Reset zu bekommen. Ja, aber mehr hast du auch nicht, das ist ja der Punkt, wir haben ja nicht mehr Zeit, also die Probe ist zu Ende und dann hat man maximal 2 Stunden Pause, muss aber was essen, muss sich umziehen, musst dir die Haare machen. Zum Glück haben wir Shuttles, die uns rumfahren, ne? Aber trotzdem ist es eng dann, ja, alles. Ich kann das nicht. Ich habe als Bläser einen Ticken mehr Zeit, weil wenn nicht alle Songs mitspielen, es ergibt sich manchmal so, dass wir Bläser vielleicht dann schon mal 1 Stunde früher vom Set können, nach der Probe. Dann können wir nochmal ganz schnell vielleicht in den Pool springen oder uns duschen und noch was essen und dann haben wir ein bisschen mehr Zeit als ihr vielleicht. Absolut. Nein, aber es ist super. Also ich kann mich da nicht hinlegen und pennen. Ich kann das nicht, weil mein Puls dann so runtergeht. Ich bin dann abends nicht fit. Ich krieg das ganz gut. Kennst du den berühmten Dali-Schlaf?
Der, wo der Schlüssel runterfällt, oder was? Nee, Salvador Dali hat das angeblich gemacht, einen Schlüssel in die Hand nehmen auf dem Sessel und dann, wenn er einschläft, fällt der Schlüssel und dann wacht er wieder auf. Ja. Und das ist der Moment, wo man eigentlich fit bleibt, aber ich glaube, da ist auch jeder Mensch anders. Ja, aber so eine Stunde, wenn ich mir einen Wecker stelle, das funktioniert bei mir meistens ganz gut. Ja, wenn bei mir so eine Tiefschlafphase beginnt, die ist ja wahrscheinlich dann noch nicht, muss ich mal ausprobieren, habe ich noch nie gemacht. Ja. Genau, und dann machen wir das Ding und dann heizen wir die Sendung durch. Aber das Spannende für mich oder das, was es vielleicht am, wie soll ich sagen, außergewöhnlichsten macht, neben dem ganzen Setting und so, dass wir da ja im Gegensatz zu anderen Studioproduktionen oder Live-Situationen eben nicht am Stück die Songs durchballern, sondern wir sind ja quasi am Set, die Sendung läuft durch, wir spielen einen Song und dann sind mindestens mal 15 Minuten oder sogar manchmal 20 Minuten für uns Pause, weil auf dem Sofa der Talk läuft. Viel warten, ja. Und dann hört man zu, hat die In-Ears drin, ist so in so einem Modus, wir haben den Talk auf den In-Ears und ist in so einem ich bin Zuschauer-Modus. Es ist schon 23 Uhr, ich bin total müde, hab schon einen Red Bull und drei Espresso, damit ich wach bleibe irgendwie und dann kommt der Einzähler, 1, 2, 3 und dann mit Bam, nächster Song und du musst sofort voll am Start sein. Aber das ist auch, das finde ich interessant, auch für die Leute, glaube ich mal. Wie schaffst du das, dass du auf so einer Strecke konzentriert? Hast du Techniken, um dich wieder aufzufrischen? Oder deine, wenn du merkst, du hast ein Konzentrationsproblem zum Beispiel oder du bist irgendwie zu müde, hast du Techniken, um dich da wieder fit zu machen? Außer Red Bull und Kaffee. Nee, es ist tatsächlich Red Bull und Kaffee. Also ich versuche einfach konzentriert zu bleiben. Was ich mache mal laut und leise auf dem Ohr, dass ich nicht so in so einen, ich bin eingelullt mit so einem Wohlfühl-Ding komme, sondern ich nehme Dinger mal raus. Dann merke ich wieder, ach krass, ich bin ja ganz anders, als wenn ich Kopfhörer drin habe, sodass ich so ein bisschen so mich davon löse. Aber ehrlich gesagt, es gibt Situationen, ich kann mich daran erinnern, ich habe ja ein iPad oder damals haben wir mit Papier noch gearbeitet als Noten. Es gab Situationen, wo wir haben drei DIN A4 Seiten von dem Song für Bläser geschrieben und wir befinden uns auf der, was weiß ich, Hälfte in der Mitte, zweite DIN A4 Seite und ich werde so wach und merke so, wow, was ist in den letzten 64 Takten passiert? Habe ich überhaupt richtig gespielt? Also ich habe kompletten Autopiloten angehabt. Wow. Aber keinen Fehler gespielt, in manchen Fällen so. Weißt du, wo du so denkst, das gibt's doch gar nicht. Wie unbewusst man, in was für einen Modus man da schon kommt. Krass. Das habe ich. Das kenne ich nicht. Das habe ich jede Staffel einmal, so einen Moment. Wow. Meistens in der zweiten Aufnahme an dem Abend, weil man einfach so müde wird. Und man verlässt. Ich habe so für mich gelernt, mich auf mich selbst zu verlassen und so ein Selbstbewusstsein zu haben. Es wird einfach gut gehen. Ich kann das. Ich habe schon 1000 Recordings gemacht. Ich verlasse mich auf mich, dass es cool wird, dass mein Ansatz funktioniert, dass ich alles richtig mache. Weil wenn man anfängt, sich zu verkrampfen und irgendwie zu aufgeregt ist und sagt, oh, jetzt habe ich keine Ahnung, ob es funktioniert, dann passieren Fehler. Das ist eine psychologische Sache, der Kampf, also der innere Dialog, wenn man so anfängt, plötzlich so gegen sich zu arbeiten. Ne? Ich glaube, das lernt man mit der Zeit, auch wenn man das öfter macht, da cool zu bleiben. Im Anfang fand ich das manchmal so ein bisschen so, kriege ich jetzt gerade Panik oder was ist jetzt gerade los? Also bei der ersten, zweiten Staffel habe ich schon noch ab und zu mal gemerkt, so krass, ich bin hier in der Situation, in der ich noch nicht so oft war. Was macht das mit mir? Ne? Und so, das fand ich schon spannend. Das ist irgendwann weggegangen, aber es ist. Das sind Dinge, die habe ich auf keiner Live-Bühne. Ja. Das ist wirklich so. Und ich habe es auch nicht im Studio. Ja. Also natürlich, im Studio gibt es solche und solche Situationen. Wenn du one-on-one bist, wenn du alleine recordest mit jemandem oder wenn du in einer Band recordest und dann hast du was verkackt und dann warten die auf dich, dann musst du nochmal machen, weil ich einen Fehler gemacht habe. Solche Sachen, klar, das hat auch was mit Selbstbewusstsein dann zu tun, aber da ist es wirklich so, wir wissen ja, wir haben nur einen Take. Also wenn du oder ich einen Fehler spielen, wird das Ding nicht nochmal gespielt. Genau. Es sei denn, es gibt ein technisches Problem oder der Protagonist oder die Sängerin in dem Fall sagen, oh, wir haben den Text vergessen, können wir es bitte nochmal machen. Das kommt aber nicht so häufig vor. Ja. Aber wenn ich einen Fehler spiele, wird es nicht neu gemacht. Das heißt, wir haben einen Take und davor ist Kaltstart und es ist auch kalt draußen. Das ist das Thema. Wir reden da über, tagsüber haben wir manchmal 40 Grad und abends, wenn wir drehen, sind es manchmal so gefühlt 10 Grad. Ja. Es wird dann windig, man ist so. Also es das Salzwasser verklebt den Gitarrenhals. Ich merke das ganz oft, dass es wirklich klebt. Also, es sind schon spezielle Voraussetzungen. Aber
ich habe auch wirklich mit der Zeit dann so gemerkt, gerade dann, wenn es drauf ankommt, also wenn es wirklich heißt, jetzt geht die rote Lampe an, jetzt zählst, bin ich viel konzentrierter als sonst. Also ich merke, dass mit der Zeit sogar eher anspornt, wenn ich merke, jetzt muss ich mich konzentrieren, jetzt muss ich wirklich alles reinlegen. Ich bin dann viel wacher als die. Ich mag zum Beispiel die Situation gar nicht, wenn zu viele Sicherheitsnetze da sind und wenn man dann sagt, okay, spielt jetzt mal eine Version, wir können dann nachher immer noch alles austauschen. Das finde ich vollkommen, also das ermüdet mich mittlerweile schon, wenn es so ist. Es ist ja dann auch spannend zu sehen, jetzt nach vielen Jahren, vielen Recordings, dass häufig tatsächlich der Take, den wir dann im Fernsehen in der Situation liefern, zumindest mal viel Verve hat. Ob der dann so super perfekt ist, solistisch oder gerade bei diesen Feinheiten, wenn man Solo spielt oder wenn oder auch groove-mäßig, aber er hat in vielen Fällen ist er dann doch, dass man sagt, hey, das war jetzt geil. Ja. Geiler als bei der Probe. Ja, da ist die Emotion da, alle sind wirklich voll konzentriert, genau. On fire und das merkt man schon, wenn da wirklich die Hütte so brennt so ein bisschen. So, ne? So, das ist dann, das will man natürlich auch festhalten. Das ist ja das Schöne bei Sing My Song. Die Hütte hat gebrannt schon, muss man sagen. Welche Hütte? Ja, wir hatten einen Waldbrand um die Ecke, wenn du dich erinnerst. Ja, genau, da wollten wir auch nochmal drüber sprechen, über so ein paar Highlights. Das machen wir auch gleich mal mit Fotos, würde ich mal sagen. Ne? Aber genau, also das, ich glaube, da haben wir jetzt über den Ablauf, haben wir jetzt, glaube ich, genug erzählt. Genau. Oder? Gibt es da noch irgendwas, was interessant ist? Ja, die Leute fragen dann immer, ist das alles live, was sie tut? Ja, das ist alles live. Also alles, was man hört, ist alles dort recorded. Und das wird so ein bisschen natürlich aufgeräumt, gemixt. Mittlerweile ist auch, wenn man sich mal so das anhört, die erste Staffel, 10. Staffel, da ist natürlich auch audiotechnisch einiges passiert. Wir klingen etwas produzierter jetzt, sage ich mal, weil das aber so ein bisschen auch der Hörgeschmack ist von den Zuhörern oder der Sender oder wie auch immer, hat sich einfach so entwickelt. Ne? Ja. Die ersten 2 Jahre klang noch sehr handmade. Trotzdem alles, was wir tun, ist live, wird so recorded. Es wird dann geisotopt manchmal, die Grillen sind am Start. Theoretisch haben wir die Möglichkeiten, wenn dir eine Seite reißt, einen anderen Take zu nehmen, weil wir auf dem Klick recorden. Das ist möglich, wird aber natürlich vermieden. Ist natürlich schwierig, wenn dann das Bild nicht mehr übereinstimmt. Genau. Das ist dann so eine Schnittsache, womit wir nichts zu tun haben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Solo spiele und man sieht dann doch mal die Gitarre, dann ist es dann so, dass das natürlich passen muss. Und wenn ich dann ein anderes Solo nehme. Also man ist natürlich immer an dem Punkt, wo man sagen will, allein damit das Bild stimmt, muss man den Take nehmen, der passiert ist. Genau. Und, ja. Also wird einfach nachher schön gemacht, aber das, was man sieht und hört, ist eigentlich live aufgenommen in Afrika und mit allen kleinen Fehlerchen, die da eben passieren. Eine geile Story, haben wir neulich noch drüber gesprochen, weil ich das so krass finde, einfach nach wie vor, das war relativ früh, erste Staffel. War es die erste Staffel? Ja, Daniel, unser damaliger Gitarrist, Daniel Stelter, sehr geschätzter, geiler Typ, hatte eine Solo-Nummer mit Nylon-Gitarre und Protagonist und hatte sich für diese Nummer so eine Guide-Spur aufgenommen. Ich glaube, es war sogar mit Band. War es mit Band? Ich weiß nicht. Ja, aber auf jeden Fall musste er viele Strecken allein spielen oder so. Genau, und das war so 6/8-mäßig, auf jeden Fall permanent klassisches Picking auf der Nylon-Gitarre durch, Ballade. Und er hatte sich, weil er das einzige Harmonieinstrument war, sowas, glaube ich, hatte sich so eine Art Guide-Spur mit tiefen Akkorden aufgenommen, weil er zur Hälfte des Songs oben so Richtung 8er, 12er Bund gegangen ist, damit die Intonation noch cool ist. Und dann hat sich's aber so ergeben durch irgendeine Interaktion mit dem Sofa, dass ein Mittelteil einfach mal einen Takt länger war oder 2 Takte länger war und man folgt natürlich dann dem Gesang. Mhm. Und das Ding war, dass er der Einzige war, der diese Guide-Spur gehört hat und weder Gesang noch alle anderen, noch PA, noch wir haben das überhaupt mitbekommen. Und er saß da und hat halt quasi eine andere Harmonie auf dem Ohr und muss dazu zeitversetzt den Song spielen. Und es war ein mega geiler Song, es ist mega gut geworden. Ja, er hat dann noch danach gesagt, weil wir haben es ja nicht gemerkt, dass das so war. Nur er hat die Gitarre. Und der Toningenieur, das waren die einzigen beiden, die es gemerkt haben. Und dann war es so, dass der Daniel dann gemeint hat, so, also ihr müsst dann mal reinhören, ich weiß nicht, ob alles cool war, weil ich habe natürlich einen komplett anderen Gitarrentake. Es ist genauso, wenn du jetzt irgendwie Sweet Home Alabama spielst und dazu irgendwie einen Song von Queen gleichzeitig spielst. Und dann hat er noch gesagt, ja,
ich hoffe, dass da alles cool war. Er hat halt einfach eisenhart durchgezogen. Und es war alles cool und es ist genauso verwendet worden, so, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja, es ist, glaube ich, wirklich... das, ja, das also solche Sachen, das kriegt kein Mensch mit. Das haben noch nicht mal wir mitbekommen in der Situation. Niemand, ja. Und da sind viele solche Sachen natürlich schon passiert, dass man irgendwo technisch was nicht stimmt und man trotzdem weiterspielt und so denkt, habe ich immer nicht gut gespielt. Aber es ist eigentlich krass, wie wenig das ist. Ne? Es ist selten. Es ist, also es ist mal irgendwie dann, wie gesagt, bei mir fällt ein Gitarrenkabel aus der Box raus, einfach weil es irgendwie das Signal plötzlich lauter ist oder so Sachen, mit denen man auch nicht rechnen kann. Also ein Gerät wird feucht und ist einfach aus. So, ja. Ne? Weil wir haben ja auch oft viel Feuchtigkeit auf der Bühne und so Sachen. Aber darüber haben wir ja schon... Aber nochmal an der Stelle, eigentlich muss man wirklich sagen, ein großes Dankeschön gilt der gesamten Crew. Also nicht nur die Band, sondern wirklich die gesamte Audio-Crew, die mit uns arbeitet. Ja. Weil das ist eigentlich so ein krasser Gesamtkörper, der da so zusammengewachsen ist, die sofort checken, wenn irgendwas schief läuft oder einfach auch von vornherein die Vorbereitungen so gut sind. Das ist schon auf einem mega geilen Level, sodass man sich aufeinander verlassen kann. Und ist auch ganz gut, glaube ich, schon für die Leute zu wissen, dass wir immer Mikrofone am Set haben. Also sobald irgendwie in der Show was passiert, ja, wo ich sage, mir ist eine Seite gerissen, kann mal jemand kommen. Die Techniker haben immer irgendwie einen Kopfhörer auf und die können dann direkt in der Show sofort irgendwas bringen. Oder ja, es ist irgendwie, hat jemand mal ein Handtuch, ich habe irgendwie, es ist zu viel Salzwasser hier. Ich hätte gerne einen Espresso. Espresso Macchiato. Ja. Ja. Nee, das machen sie nicht, aber genau, das ist total geil. Also ja, da greift das super geil ineinander, das macht total Spaß. Und das ist schon zusammengewachsen, auf jeden Fall, ja. Und das merkt man auch krass, was es ausmacht, so, ne? Also, dass man dann manche Sachen einfach macht, die passieren einfach, ohne dass man drüber quatscht. Es ja, ist dann ja sofort jemand da und wie viel Wert das hat, so ein komplexes, so eine komplexe Struktur mit Leuten zu machen, die einfach schon Hand in Hand arbeiten und einfach wissen, was los ist. Das ist schon cool. Ich finde das total geil, weil dadurch einfach Musik machen ermöglicht wird auf diesem Niveau. Was ist ja, ja, wir sind da, mit Niveau meine ich jetzt nicht, dass wir geile Typen sind, sondern die Stilistik ist so breit aufgestellt. Du bist schon ein geiler Typ. Ich bin ein sehr geiler Typ, ich weiß. Danke, danke, dass du es nochmal erwähnst. Nee, die Stilistik ist so krass auf unterschiedlich, was wir da tun, dass wir auch ganz viel Instrumentarium ja dabei haben, super viel Gitarren, weiß ich, wie viele Instrumente da rumstehen. Es ist also auch sehr viel Signale. Aber es ist so gewollt. Das war von vornherein die Idee von Matthias, der wollte eine große Band haben. Das war von vornherein auch für den Sender cool. Ist ja auch dann geil, weil die Band natürlich auch vielseitig ist. Ne? Du kannst genau mal wirklich so ein Jazz-Arrangement machen. Und das ist ja auch Sinn der Show, so, dass man wirklich von Jazz zu Hardrock oder zu New Rock geht und dann plötzlich eine Reggae-Nummer macht und dann wieder so eine Soul-Nummer. Genau. Und das macht es ja schon wahrscheinlich auch ein bisschen aus. So, ne? Genau, das finde ich cool, dass es möglich ist. Es gibt ja so wenig im Fernsehen auch tatsächlich so Live-Möglichkeiten musikalisch, wo man das so machen kann. Es gibt ja so ein paar coole Live- oder coole Fernsehproduktionsbands, aber nicht so häufig auf jeden Fall, dass das in Deutschland so cool ist. Und ja, aber jetzt haben wir ja gesagt, unsere Highlights der letzten 10 Jahre Sing Mein Song. Wir zeigen euch ein paar Fotos, würde ich sagen. Es ist natürlich jetzt für die Podcast. Für die Podcast-Hörer ein bisschen blöd. Also wir versuchen das einfach so ein bisschen zu erklären. Natürlich ist es besser, das YouTube-Video anzugucken, um die Fotos zu sehen, denn ich werde diese dann einblenden im Schnitt. Geil, absoluter Clickbait-Move. Totaler Clickbait-Move eigentlich. Nacktbilder, Backstage-Nacktbilder. Wir haben sehr schockierende Bilder, die wir jetzt zeigen werden. Sogar die Bild-Zeitung hat alle Musik unserem Kollegen werden nun sehr aufgeregt zu Hause sitzen vor ihren Bildschirmen. Und diese, was dann geschah, wirst du kaum glauben. Genau. Pass mal auf, ich mache hier mal eine Bildschirmaufnahme. Und jetzt. Ah ja, krass. Geht's los. Kannst du das mal so, dass ich das auch sehe? Ja, ja, das so. Das mal. Ah, so ist gut. Ey, jetzt hast du ausgemacht, wa? Warte mal kurz, mach wieder an. So, ist ein Touchscreen, kann man dann so. Ach so, so die Dinge. Okay, das ist also der Blick auf den Bühnenaufbau. Wann ist das? Das war 2014. Das war sozusagen, okay, ich weiß noch, als ich das Foto gemacht habe, das war der erste Moment, als ich durch die Lodge gegangen bin und dann diesen Platz gesehen habe.
Wobei, warte mal, nee, ich glaube, das ist noch nicht mal 2014. Das war, glaube ich, das Jahr danach, wo man dann schon mehr Holz und mehr Bühnenaufbau hier zur Verfügung gestellt hat. Man muss nämlich wissen, dass unter der Bühne eigentlich ein Swimmingpool ist. Genau, das sieht man nämlich jetzt auch gleich. Hier sieht man es. Das ist der Swimmingpool, genau. Das war der Swimmingpool. Auf diesen wird dann die Bühne gebaut. Den haben wir aber noch nie gesehen. Den haben wir immer erst am Ende gesehen. Also der ist immer, wenn wir ankommen, steht die Bühne ja schon. Stimmt. Und ganz am Ende, am letzten Tag ist der dann weg, ist die Bühne dann weg plötzlich. Ja. Und man denkt so, hä? Und ich weiß noch, in der ersten Staffel hat man den dann mit Wasser befüllt, in den bestimmte Leute dann reingesprungen sind. Das können wir auch gleich sehen. Können wir aber nicht erzählen. Also so, das war hier die erste Staffel. So sah die Bühne in der ersten Staffel aus. Da waren noch nicht so viele Lichtmasten. Hätte ich aber auch bauen können. Vielleicht hat man das noch weggesägt, dann weiß ich nicht genau. Genau, da sieht man noch so ein bisschen, dass hier... Das ist aber einen geilen Hut, guck mal hier, das ist ein geilen Hut auf. Ja. Geil. Spielst du eine Krautstar, hast du gerade in der Hand. Geil. Ja, Nick Huber noch. Nick Huber, übrigens, Grüße an Nick Huber, der immer uns mit guten Gitarren versorgt hat und wir dann natürlich auch den passenden Rock. Guck mal, der Chris Moschberger hat einen Schal an, ist total kalt, sieht man. Es war kalt, es war... Du hast auch einen Hut, guck mal. Ja, ich habe auch einen Hut auf. Ja, weiter, nächstes Foto. Das ist der gleiche Ort. Das ist der gleiche, selbe Ort, genau. Nur tagsüber. Tagsüber, das war dann der Abbau, glaube ich. Da hat man dann die Bühne wieder abgebaut. Aber das ist schon wirklich später. Ich glaube, das war wirklich so vor 2-3 Jahren erst. Okay. Oder beziehungsweise, ja, schon 5-6 Jahre. Man sieht da hinten das Meer, wir sind so Luftlinie 800 Meter vom Meer entfernt, ne? Ja. So ungefähr, ne? Man guckt da so runter, dazwischen Walker sind Bay. Ganz viele Milkwood-Wälder und aber es ist eine ganz schöne Ecke, da runter zu latschen. Das schaffen wir aus Zeitgründen tagsüber meistens nicht. Ja, schon ein bisschen weit weg eigentlich dann, ne? Wir sind ja ziemlich auf dem Berg. Genau. Hier kommen wir gerade an. Ich glaube, das war so der erste Tag nach einer langen Reise. Geil, alles Babyfaces noch. Total die. Tagsüber sieht man jetzt hier, ist es so heiß, dass wir Zelte über dem Kopf haben, weil die Sonne so ballert und weil man A, schwitzt und B, einfach den krassesten Sonnenbrand bekommt, wenn man da ungeschützt rumläuft. Ja. Das heißt, so sieht das tagsüber aus. Das ist überhaupt nicht als Set zu erkennen. Wir haben alle kalte Handtücher im Nacken häufig, um das so auszuhalten. Ja. Und man sieht auch über den guck mal geiles hier. Foto, das ist mein Trompetenkollege Christoph und ich. Da wart ihr 14 und, und Chris war 15. Geil, super, 10 Jahre her, Wahnsinn. Verrückt, ne? Ja. Also sorry, es ist jetzt so ein bisschen Nostalgie für uns, ne? Das müsst ihr uns jetzt mal kurz lassen. Also für die Leute, die wirklich nur zuhören, wir gucken natürlich jetzt hier Bilder an, die ihr nicht sehen könnt. Vom Set und ihr könnt natürlich dann vorspulen und vielleicht später das YouTube-Video einfach angucken mit den Bildern. Das kann man ja dazu dann machen. Aber wir erklären ein bisschen was. Also Bilder vom Set, an dem es sehr heiß war. Jetzt sieht man hier zum Beispiel, wie Menschen mit Schals bedeckt sind. Das ist der Ulle, Katja und wahrscheinlich Laura. Laura. Oh nee, das ist nicht Katja, das ist Ulle, Lena und Katja. War das doch schon Lena? Okay, ja, und die Keyboards sind auch mit Handtüchern abgedeckt, das ist ja der Wahnsinn. Ja. So heiß war das. Ja. Das ist immer ganz witzig hier, es gibt dann hier was ein bisschen bewölkt, da war es nicht mehr so heiß, aber wir haben immer so Besuch von lustigen Vögeln, Zaungäste, ja. So lustige schwarze Vögel oder auch bunte Vögel, die dann anfangen, in die Mikros reinzusingen und versuchen mitzusingen. Bei dem hatte ich den Eindruck, ich hatte den Eindruck, dass der keinen Bock hatte, dass der so gemeckert hat, was macht ihr hier, warum ist das so laut? Den hat er so richtig genervt. Der hat so rumgezickt, ziemlich laut. Das ist mein Wohnzimmer, Leute. Ihr baut hier Sachen auf. Ihr habt mich überhaupt nicht gefragt. Ja, genau, ich finde das richtig uncool. Ja. So hat er drauf. Ja. So war der drauf. Wie so ein Nachbarrentner. Der schlecht gelaunt ist. Wie so ein spießiger schwarzer Vogel, der einfach nicht mal. Der, weißt du, wenn eine Party beim Nachbar ist, dann sofort die Polizei anruft. Genau so ein Vogel. Ist es. Ja. Naja, aber gut, er hat sich dann irgendwie dann doch zurückgehalten später. Das ist übrigens mal so ein Blick aus unseren Zimmerchen. Da sieht man so richtig diese schöne Atmosphäre, wenn man wirklich mal Zeit hat. Und da gibt es doch diese wunderbare Geschichte, wenn ich mir jetzt hier vorstelle, das ist quasi das, wir haben so Doppelbungalows und zwei getrennte Schlafzimmer. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, du liegst hier im Bett und die Tür geht auf und der Affe kommt rein. Das war doch die Geschichte, die erzähle ich jedes Mal. Ich habe die, glaube ich, in jeder Staffel erzählt, dass morgens um 8 Uhr, als ich genau in diesem Raum lag, sich dieser Vorhang, den man hier sieht, plötzlich wölbte und ein ausgewachsener grauer Pavian in meinem Zimmer stand mit so langen Zähnen. und
er stand einfach vor mir und ich habe nicht gewusst, wie er überhaupt reinkam. Er hat nämlich die Schiebetür aufgehebelt. Die Glastür. Das, die checken das, wie das geht mittlerweile. Und dann stand er da und hat irgendwie natürlich nicht sagen können, was er will. Ich habe mit ihm auf Englisch geredet, was ich auch nicht so ganz im Nachhinein verstehe, warum ich das gemacht habe. Aber ich habe dann so gesagt wie go away, get out und so. Ne? Habe dann ein bisschen rumgeschimpft und habe, was ich wirklich interessant war, ich habe instinktiv mich mit meinem Bettlaken bewaffnet oder mit meiner Decke. Ich habe, glaube ich, gedacht, wenn er anfängt, mich anzugreifen, kann ich ihn einwickeln oder so ins Bett. Und romantisches raus, Happening zu sagen. Nee, dann so raus befördern irgendwie. Also, aber der wollte nicht von dir, der wollte die Zitrusfrüchte von der Pantry-Küche haben. Ich war dem komplett egal. Der hat einfach nur genau die Früchte aus der Bar rausgeholt, ist nochmal in die Dusche gelaufen, kurz, warum auch immer. Und dann ist er raus auf den Baum, hat die Äpfel gegessen. Und nebendran hat Daniel gepennt im Nebenraum und hat nichts mitbekommen von meinem Affenerlebnis. Das war ziemlich abgefahren. Geil. Ja, die Baboon-Geschichte. So sieht's aus in Hans Bay unten am Hafen. Wo wir am ersten Tag abhängen. Und hier ist, glaube ich, dieser Laden, wo man Fisch essen kann. Ich glaube, irgendwo da, ja. Unser Team. Ah, Technik, Audio, Crew, Schlagzeug, Drum Tech. Genau, Andi, ja. Roland und Dennis. Der Benedikt Meile fehlt, der ist hier nicht drauf, der ist auch dann immer am Brutholz. Super Team, schon seit von Anfang an dabei und ja. Geil. Nice Dudes. Das ist mein Auto. Das ist dein Auto, das lässt du immer dahin. Nee, das sind die Jeeps, mit denen wir da von einem Berg zum anderen geschattelt werden, ja. Wo uns die in meinem Fall nicht vorhandenen Haare im Gesicht wehen, weil es so schön ist. Weil es so schön ist und wenn man hinten sitzt, wackelt es am schlimmsten. Ganz genau. Sollte man geil auch wissen, wenn man da mal hinfährt. Ah, Thema Krankheiten. Ja, das war schlimm. Geil. Das ist so, dass jedes Mal in jeder Staffel fällt einer um, oder? Also wie viele Leute sind wir am Set? Wir sind so 120 Leute, 100 Leute, ich weiß gar nicht, irgendwie sowas. Ich glaube, irgendwie über 100 und manche machen vorher auch mal ein bisschen Urlaub irgendwo. Und bringen Krankheiten mit, meinst du, oder was? Ist auch schon passiert. Man weiß immer nicht genau, woher es kommt, ne? Es ist halt so ein bisschen vielleicht auch Wasserthematik, man weiß nicht so genau, auf jeden Fall auf so einer Reise von Magen-Darm ist taking place und erwischt immer mal so ein, zwei Leute. Das sind dann so ganz kurze, heftige Situationen, haben wir alle schon gehabt, ne? Mhm. Und dann liegt man einfach wie ein Käfer rum und kann gar nichts. Zum Beispiel hier an der Bar. Sorry, Matthias, aber das... Das ist wirklich ein hervorragendes Foto. Ich weiß noch, als auch Matthias... unbeteiligt die Laura hier mit der anderen Dame redet gerade. Ist ja der Wahnsinn. Ja, das war glaube ich, auch die zweite Staffel, wo ein Teil von uns wirklich off war und Magen-Darm hatte und Matthias Eisenhardt am Keyboard saß und weiter gespielt durchgezogen hat. Ja, und dann genau. Zwischendurch geil. Eine Pause auf der Bar. Ah. Eine Situation, die unsere Band natürlich sich schon gut daran erinnern kann. War das die erste Staffel Hans Bay? Ja. Ist das Christoph Moschberger, eine der Person, die da mit Trompete in den Pool gesprungen ist? Ich glaube, es war Johannes, der von ganz hier oben mal den Sprung versucht hat und in diesen Pool. Okay, also doch keine Nacktheit, aber also zumindest nein, nicht auf diesem nie. Foto. Okay, alles klar, weiter. Probesituation in Mannheim, so sieht das aus, oder sah das damals aus, als wir noch 14 waren. Wie man gelangweilt auf dem Sofa rum. Das ist übrigens Daniels Gitarrenrack, in das er reinspielt mit seiner Nylon-Gitarre. Und, ja. Nein, natürlich nicht. Natürlich absoluter nicht. Schwachsinn. Absoluter Schwachsinn. Da wird rumgesessen und gelabert über, das könnte man so und so machen, lass mal nochmal einen Take spielen, so eine von den Situationen. Ja, da hast du jetzt gesagt, spiel jetzt mal G, das ist besser, wenn wir dann G spielen. Genau. Hahaha, ha, ha. Und da, genau, schreibe ich meine Noten und Daniel guckt gerade auf seine Noten links. Das ist die typische Situation, dann nach dem Lied, wenn das Lied fertig ist, dann alle nochmal kurz checken, was wir aufgeschrieben haben, damit wir es nicht vergessen. Und mittlerweile machen wir das ja mit dem Computer. Ich schreibe eigentlich jetzt gar nichts mehr auf. Ich habe einen Computer direkt nebendran stehen und schreibe dann gleich in Sibelius rein, was Sache ist. Ah, das ist nicht in Mannheim, das ist in Sandhausen bei Heidelberg. Da haben wir in der... Kleine Audiowelt, das war glaube ich die erste Staffel, ne? Da haben wir mal so eine Art Generalprobe mit In-Ear-Soundcheck vor Ort gemacht. Ne? Ich glaube in der ersten war es, ja. Wo wir dann alle zusammen waren mit Bläsern und Sängerinnen in einem Raum und dann mal alles aufgebaut haben. Ja. Das war nur in der ersten Staffel, wo alles nochmal gecheckt wurde und so weiter. Genau. Genau. Geiles Studio auch, total cool. Bene. Nochmal Bene, der damals auch 14 war. Da hinten ist Sascha Kohl am Mischpult. Der war schon immer 35. Ja, der verändert sich kaum, genau. Der macht In-Ear-Sound hauptsächlich für die Protagonisten
und ist auch schon ab Staffel 1 dabei. Ne? Ja. Das sind so die ganzen Noten von den ganzen Shows, die dann hier irgendwann sortiert werden und ja, wir dann durchspielen, alle in der Generalprobe. Da sieht man nochmal in der kleinen Audiowelt praktisch durchs Fenster durch, wie die Band hier probt. Ah, genau, du hast ein Camper-Endorsement. Ja, wir haben in verschiedenen Staffeln Campers benutzt. Manchmal haben wir dann auch wieder andere Verstärker und Paddleboards benutzt. Aber wir haben auch einfach eigentlich jetzt immer Campers dabei, auch für die Protagonisten. Wenn jetzt zum Beispiel von den Sängern mal jemand Gitarre spielt, ne, was auch ja, immer genau mal passiert ist, dann zum Beispiel Johannes Oerding spielt ein Solo, dann spielt er über einen Camper und dann können wir da ziemlich schnell was also modisch auch ansprechen, wie man auf dem Foto sieht. Als Hut? Super geeignet, gerade wenn die Sonne scheint im Studio. Ach krass. Ja, das ist wirklich ein krasses Bild. Ne? Das ist erste Staffel. Guck mal, wie du da aussiehst. Wahnsinn. Mein Bart hat noch Farbe. Töhle ist noch am Start. Auch nicht mehr unter uns leider. Das ist ja alles der Wahnsinn. Das ist so, für euch nicht so spannend wie für uns. Das ist einfach krass. Das ist so Yearbook-Looking gerade. Also Sache für alle, die jetzt gerade zuhören, wir sind hier total nostalgisch. Es ist leider ein bisschen gerade so, aber ja, ihr müsstet die Bilder sehen. Checkt das YouTube-Video. Hier sieht man auch mal, es gab auch eine Situation, wo es geregnet hat am Set. Also das hier sieht man es genau. Und da sieht man es auch krass. Ja. Also richtig krass, wie das dann plötzlich angefangen hat und dann natürlich schnell Dächer aufgestellt werden mussten, weil die Instrumente und die Geräte alle auf der Bühne stehen und dann kommt ein Team, das super schnell das Zeug dahin stellt, damit das Zeug nicht nass wird. Ne? Hier sieht man auch nochmal, wie die ganzen Sachen abgedeckt werden. Das ist leider so, das Wetter ist unberechenbar. Wir haben eigentlich fast immer Glück gehabt. Aber da war es einmal so. Genau, es gab, glaube ich, nur 2 Tage, wo es geregnet hat. Ne? Selten? In 10 Jahren. Also jetzt beim Dreh wurde es mal, das war wirklich sehr, sehr wenig. Abbrechen musste wirklich, ne? Da war es wirklich ein schlimmes Jahr irgendwie. Oh, das ist aber ein tolles Foto von mir, was du gemacht hast. Das habe ich gemacht, da hast du hier rein, kurz vor der Show, reingeguckt. Ja, und spiele gegen die Scheibe, um den Sound zu checken. Ah, das kann sein. Das tue ich ja sehr häufig. Du hast dich angeguckt, um zu gucken, ob du wirklich cool aussiehst. Nee, das ist kein Spiegel, das ist eine Scheibe, ja, du Fuchs. Natürlich. Genau. Da ist er wieder. Da bin ich wieder. Mit der Retro-Brille. Nochmal die Band. Staffel. Genau, wir gehen mal ein bisschen schnell. Ja, wir sind schon durch. Also für alle, die zuhören, ihr habt es geschafft. Checkt das YouTube-Video, sorry nochmal. Aber das war eine schöne, das war vor allen Dingen, wenn man jetzt so zurückschaut, wie wir da ausgesehen haben. Ne? Ich meine, wir waren echt so 14-Jährige und es sind ja echt schon 10 Jahre fast vergangen, oder ist es ja 9 Jahre, 10 Staffeln. Wie viele 100 Songs wir da schon gemacht haben mit den Weihnachtsliedern zusammen, haben wir da irgendwann mal, haben wir gesagt, über 500 Songs, 600 Songs so in dem Rahmen, ja, das ist irgendwie stattgefunden. Mittlerweile viel Zeug. Aber wir wollen uns nicht beweihräuchern, wir wollen einfach nur mal irgendwie, ja, es ist einfach mal so ganz schön mal so zurückzugucken und ich glaube, es wird für die Leute auch ganz interessant, einfach mal auch mal so ein bisschen auch mal zu sehen, wie das so angefangen hat. So, ne? Also wir waren ja noch Kinder, unschuldige Kinder, als wir auf diese Bühne geschickt wurden. Also was ich am krassen finde, ist wirklich, weil ich mich an das Gespräch damals mit Matthias erinnern kann, der mich angerufen hat und gesagt, kannst du ein paar Bläser organisieren? Es gibt da so eine Musiksendung im Fernsehen. Keine Ahnung, wie das wird. Und dass wir dann dahin geballert sind und wirklich keiner wusste, was ihn da erwartet und was das für einen Impact haben wird später. Insbesondere auch für Gregor zum Beispiel, der in der ersten Staffel so einfach der absolute Underdog war und dann plötzlich... Da habe ich übrigens auch ein Bild. Das ist Gregor hier. Ja. Was? Ja, das ist Gregor. Das ist doch nicht Gregor. Das ist Gregor, doch. Ach doch? Ja. Klar, okay. Es hat geregnet und ja, das war der Tag der ersten Show. Naja. So viel zu Sing Meinen Song, oder? Das haben wir auch schon wieder lange gequatscht. Ich hoffe, wir konnten mal ein paar Fragen beantworten. Das waren so einige Dinge, die bei mir gelandet waren, bei dir gelandet waren, dass wir versucht haben, da mal drauf einzugehen. Also wir können, sobald vielleicht irgendwie Fragen entstehen, auch gerne mal einen zweiten Teil machen oder wenn wir nochmal auf was Spezielles eingehen. Es ist ja nie so, dass wir hier eine Folge abschließen und dann nie wieder drüber reden dürfen, sondern man kann ja nochmal noch mal drüber quatschen. Und das war's. Ja. Danke euch fürs erneute Einschalten. Sagt Bescheid, wenn ihr andere Themenwünsche habt. Klickt euch rein bei YouTube auf den ganzen Podcast-Portalen, wenn es wieder heißt. Axel und MV. Wir und die... Wir müssen es so zusammen sagen. Wir und die Musikwelt. Fett. Spielen wir jetzt nochmal das Ding?
Das spielen wir jetzt nochmal, oder? Wow. Jetzt darf ich mich nicht verspielen. Doch, kannst du schon machen. Nee, mach ich nicht. Geile Pose. One, two.